ist Jörg Hofheim, 50 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter. Seit 1987 ist er in Greifswald, arbeitet hier in der Stadtverwaltung als Bausenator und ist derzeit stellvertretender Oberbürgermeister. Zu seinen Hobbys zählt er Tanzen, Lesen, Reisen und Filme ohne Werbeunterbrechung. Jörg Hofheim ist Oberbürgermeisterkandidat der CDU und so sieht er Greifswald. Was reizt Sie an der Aufgabe als Oberbürgermeister? Also warum kandidieren Sie? Das ist leicht zu beantworten. Ich habe Spaß am Gestalten. Also mir macht es unheimlich viel Spaß, wenn man ein Projekt von der Schubladenidee bis zur fertigen, also über den Spatenstich, wenn man dieses Werden und Wachsen miterlebt. Also das macht für mich die Arbeit unheimlich spannend. Zudem arbeite ich gerne mit Menschen zusammen. Das ist in der Tätigkeit gegeben. Ich habe auch ein sehr tolles Team um mich herum in der Stadtverwaltung und mit denen würde ich gerne weiter zusammenarbeiten in der neuen Funktion als Oberbürgermeister. Dann fassen Sie doch mal kurz Ihre Hauptziele für die angestrebte Legislatur zusammen. Also wir haben relativ viele Investitionen, die wir miteinander fertigstellen wollen. Ich darf nur ganz kurz sagen, das Stadtarchiv ist ein wichtiges Thema. Wir wollen die Fischerschule sanieren, wir wollen das Theater sanieren. Aber wir brauchen natürlich auch viel in die sonstige Infrastrukturinvestition. Und dafür muss natürlich das notwendige Geld vorhanden sein, was spannend ist, weil für alle guten Projekte ist ja nie ausreichend Geld da. Und ich hoffe, dass wir nach Abschluss der 7 Jahre gemeinsam sagen können, okay, das haben wir alles geschafft und schauen dann auf die nächsten vor uns liegenden Zeiträume. Für welche studentischen Interessen würden Sie sich einsetzen? Also zunächst mal möchte ich, dass gute Bildung in dieser Stadt ihr Zuhause hat. Und das betrifft jetzt also nicht nur Studenten, das müssen Sie mir nachsehen. Das betrifft also auch schon gute Kindertagesstätten, schöne Schulen als Lernorte für unsere Kinder, aber natürlich auch eine leistungsfähige Universität. Da möchte ich, dass die Landesregierung also ihrer aus meiner Sicht vorhandenen Verantwortung nachkommt, das dafür erforderliche Geld für gute Bildung auch bereitzustellen. Ich finde, da liegt unsere Zukunft, liegt die Zukunft auch in unserem Land, was ja sonst also auch nicht so viel Möglichkeiten bietet, jungen Menschen sich hier zu betätigen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Menschen vor Ort zu holen, sie eine gute Ausbildung machen zu lassen. Dafür würde ich mich einsetzen, auch wenn ich natürlich nicht selbst für Hochschulpolitik verantwortlich bin. Was, glauben Sie, nervt Ihre Mitmenschen an Ihnen am meisten? Möglicherweise meine Ungeduld. Also ich bin niemand, der sehr lange auf etwas warten kann. Wenn ich etwas umsetzen möchte, dann kann ich auch schon mit einigem Nachdruck das umsetzen. Hm? Haben Sie ein Vorbild und wenn ja, wen? Also mir persönlich hat, wenn wir jetzt in der Rolle des Oberbürgermeisters bleiben, also der aktuelle Oberbürgermeister natürlich auch, aber auch der Herr von der Wense, der mich auf den ersten Schritten begleitet hat, also innerhalb dieser Verwaltung, der auch an mich geglaubt hat, mir Möglichkeiten gegeben hat, mich weiterzuentwickeln. Der wäre einer, wo ich sagen würde, so wie er gearbeitet hat, so wie er die Verwaltung geführt hat, das fand ich toll. Und so würde ich vielleicht das auch fortführen wollen. Was macht Sie besser als Ihre Gegenkandidaten? Ich möchte nicht über die Qualitäten meiner Gegenkandidaten reden und insoweit mögen die Studentinnen und Studenten, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Was mich von ihnen unterscheidet, ist möglicherweise, dass ich schon Verwaltungserfahrung habe, Führungsverantwortung wahrgenommen habe in den letzten 4 Jahren als erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Okay. Wie würden Sie einen freien Tag in Greifswald am liebsten verbringen? Wenn ich ganz ehrlich bin, verbringe ich meine freien Tage, von denen es nicht so viele gibt, häufig außerhalb von Greifswald, weil ich diese Stadt, die lässt mich nicht los. Wenn Sie sich in Greifswald bewegen, sind Sie nie ganz mit den Gedanken weg von Ihrem eigentlichen Job. Und deshalb würde ich, wenn ich einen freien Tag habe, fahre ich gern mit meiner Frau auf die Insel Usedom oder Rügen und dort wandern wir und lesen wir und fahren auch mal Fahrrad. Also das sind Sachen, da kann ich gut bei abspannen, wenn ich Greifswald mal einen Tag nicht sehe. Alles klar. Dann kommen wir schon langsam zum Ende. Da haben wir jetzt noch ein kurzes Spiel vorbereitet. Und zwar vervollständigen Sie mir bitte die folgenden Sätze. Greifswald ist liebenswert. Die Studenten in Greifswald sind ein ganz wichtiger Bestandteil von Greifswald. Die Stadt heißt Universitäts- und Hansestadt und ich denke, ohne diese Studenten wäre die Stadt sehr viel ärmer. Sie hätte ein ganz, ganz anderes Gesicht und ich bin froh, dass wir die Studenten hier haben. Wenn ich Oberbürgermeister werde, werde ich erfolgreich an der weiteren Entwicklung Greifswalds arbeiten. Und wenn ich nicht Oberbürgermeister werde?
wäre ich sehr traurig, würde aber dennoch meine Tätigkeit im Rathaus weiter fortsetzen, denn ich bin ja noch für 3,5 Jahre als Bausenator gewählt und die Umsetzung der Projekte, von denen ich eingangs sprach, die würde ich dann mit dem dann neu gewählten Oberbürgermeister zusammen voranbringen.